Ich bin heute wieder im Schwimmbad und lege hoffentlich meine DSA-Silberprüfung ab. Ich habe eine Menge trainiert und ja. Ja, Felix, du hast die letzten Wochen super Fortschritte gemacht. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass du die Prüfung nicht schaffen kannst. Wir fangen erst einmal mit dem schwimmerischen Teil an. Danach kommen die Rettungsgeräte und deren Handhabung. Und dann haben wir noch den Theorieteil, den Ankreuzfragebogen. Zum Anfang schlage ich vor, wir fangen an mit den 300 Meter Schwimmen bekleidet. Das ist für die meisten die anstrengendste Disziplin und da machen wir schnell einen Haken dran. Machen wir so. So Felix, 300 Meter bekleidet, zügiges, gleichmäßiges Tempo durchschwimmen, danach mit 1 bis 2 Meter Abstand vom Beckenrand die Kleidung ausziehen und auf den Beckenrand werfen. Silber Start. Ja, Felix, die nächste Disziplin, Tieftauchen von der Wasseroberfläche aus. Dafür haben wir da unten die 5 Kilo Tauchringe auf dem Beckenboden. Kannst du losgehen? Ja, wir gehen, wenn du soweit bist. Den schwimmerischen Part hast du hervorragend geschafft. Kommen wir jetzt noch ein bisschen zu den Rettungsgeräten, von denen dir einige auch im Wasserrettungsdienst begegnen werden. Der Gurtretter hat hier eine Trageschlaufe, die man sich diagonal über die Schulter hängt. Dann hast du halt 2 bis 3 Meter Leine und diesen gelben Auftriebskörper. Den kannst du zum einen dem Ertrinkenden oder dem zu Rettenden anreichen, dass er was hat, wo er sich festklammern kann. Du kannst ihn aber auch der Person umschnallen, quasi wie einen Rettungsring. Die Person ist gesichert und du kannst sie dann schwimmend Richtung Ufer, Richtung Beckenrand, Richtung Strand transportieren. Thorsten kontrolliert gerade noch meine theoretische Prüfung und dann habe ich hoffentlich mein DSA Silber bestanden. Es war zwar anstrengend, aber auf jeden Fall machbar. Ja Felix, herzlichen Glückwunsch. Du hast alle Prüfungsleistungen mit Bravour abgelegt und bestanden. Damit bist du jetzt reif für den zentralen Wasserrettungsdienst Küste. Dankeschön. Vielen Dank Thorsten, dann kann ich mich ja direkt bewerben. Wunderbar. Viel Erfolg und viel Spaß.